Hallo, ich bin Grit Kaiser und ich gestalte Gärten. Und heute möchte ich euch einen Garten fast mitten in Schleswig-Holstein zwischen den Meeren Ost- und Nordsee vorstellen, im Kreis Schleswig-Flensburg in Jübeck. Und zwar einen Garten der Gärtnerei Schröder. Und dieser Schaugarten hat mich fasziniert, weil ich finde, es ist wie ein Erlebnisgarten, wenn man hier durchgeht. Den möchte ich euch gerne zeigen. Ich habe ihn nicht gestaltet, aber ich möchte euch jetzt den einen der Gründer und Mitgestalter vorstellen, Siegfried Albrecht. Hallo Siegfried. Hallo. Schön, hier bei diesem Wetter sitzen zu dürfen. Die letzten Tage hat es geregnet. Wir haben heute wunderschönes Wetter. Und ja, das sind 2.500 Quadratmeter, die wir hier sehen. Und wenn man hier durchgeht, ahnt man gar nicht, wie viele Ecken hier noch so kommen. Wann habt ihr den Garten, wann habt ihr den Grundstein dafür gelegt? Die Idee kam, weil man den Betrieb umstrukturiert hat und hat die Produktion abgemeldet und ist in das Eventgeschichte gegangen. Und da hat man den alten Pflanzgarten hat man umgestaltet zu einem Mustergarten. Und das ist gewachsen. Einige alte Pflanzen sind stehen geblieben, die man auch benutzt hat und aufgeschnitten hat. Man hat eine Unterbepflanzung gemacht und so ist diese ganze Geschichte, ist viel denn rausgerissen worden und zu groß geworden. Und es ist ja auch, was wir auch brauchen für unsere Floristik, für unsere Sachen, werden auch der ein oder andere Zweig oder die Äste werden hier aber auch benötigt. Und das ist praktisch, die Sachen brauche ich nicht zu kaufen. Also ungefähr um die 2000 Wende habt ihr, glaube ich, den ersten Spatenstich gemacht. Ihr habt ein Café und ihr habt auch ein Floristikunternehmen. Genau. Das heißt, ihr bedient euch eigentlich nicht nur, ihr guckt ihn euch nicht nur gerne an und die Menschen, die euer Café besuchen, sitzen hier. Genau. Sondern ihr schnippelt also die Floristik doch selber von euren Gehölzen und Stauden, die ihr genau. so Genau, und kann es immer frisch schneiden und immer dann schneiden, wenn man es auch benötigt. Nicht, dass man da irgendwie was auf Vorrat hat oder irgendwie was, sondern man kann es dann ganz frisch verarbeiten. Was sind denn so die Highlights hier im Garten? Die Highlights sind natürlich unsere Formschnitte, die wir haben. Mhm. Und dann einige so selbst gebaute, entweder Insektenhotel oder alte Vogelhäuser, entsprechende Lauben oder eine entsprechende Bank, was dann auch selber in den Wintermonaten hergestellt wird. Ihr habt viele Ideen, habe ich gesehen. Ihr nutzt auch ganz kreative Materialien. Ein paar davon möchten wir zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los und schauen uns das an. Ja, gerne. Und, ja, hier sehen wir ja schon eine wunderschöne formgeschnittene Hecke. Großartig, wenn ich das so sehe. Ist ja auch wieder so ein Gang. Eure Bodenbeläge, die man hier sieht. Und das kann man jetzt nicht ganz so gut erkennen. Ich war schon vor ein paar Wochen hier, da war sie noch nicht ganz so üppig. Die Thuja im Hintergrund, der Lebensbaum, ist eigentlich ein Herz. Ja, ihr habt ganz viele wunderschöne Sitzecken in diesem Schaugarten. Wofür sind die? Warum sind so viele? Die können wir fürs Café, können sich Gäste hinsetzen, können ein schönes Foto machen. Und das Herz zum Beispiel, das wird sehr gut gestaltet. Wenn wir Lichterfest haben, wird eine Lichterkette reingelegt. Und wenn man da unter sitzt und ein Foto macht, ist es einfach herrlich anzusehen. Die Romantik pur. Ja. Und dann wird der Sekt hier. Ja, das ist ein Was ist das Besondere an diesem Platz? Ja, an diesem Platz ist das Besondere, es war mal, wie das gepflanzt wurde, war das mein Highlight, Korkenzieherzweige zu verkaufen. So, und da ist der Markt komplett tot mit. Also das möchte keiner mehr haben. Beziehungsweise viele Leute haben das im Garten und deshalb ist da kein Markt mehr für da. Ja, wir beleuchten diesen Laubengang, den beleuchten wir aus zu unserem Lichterfest oder wenn die Zeit das ist und das Wetter einigermaßen ist, auch zu unserer Adventsausstellung. Tolles Element, schön zu gestalten, aber man muss ein paar Jahre warten, bis es die Die stehen circa, ich schätze mal, 40 Jahre stehen die mindestens. Ja. Also für alle, die nicht älter als 60 sind, lohnt es sich noch, sie anzupflanzen. So, dann gehen wir mal weiter, was wir noch schön haben. Hier haben wir ja ein fast schon meditatives Plätzchen, muss ich sagen. So habe ich es das erste Mal empfunden, als ich hier im Schaugarten war.
Was sehen wir hier, Siebel? Ja, wir sehen hier eine Ofenplatte, eine ganz alte Ofenplatte, wo die Darstellung von Christi Geburt drauf ist. Und das, deshalb steht auch die Lampe an der Seite. Wenn Lichterfest ist, wird das mit einem Licht oder mit einer Kerze oder wie wird das denn dargestellt. Und darüber sind die kleinen... Genau, die alten Tontöpfe, die man dann auch bepflanzen könnte. Ein Tipp von mir wäre ja, eine meiner Lieblingspflanzen sind Aurikeln. Ja. Aber es bedarf einiger Pflege und ich glaube, dieser Garten ist mittlerweile so komplex, dass ihr das im nächsten Jahr macht. Das könnte gut angehen. Also ein sehr, sehr schönes Plätzchen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Gestaltungshighlight. Und zwar dieser, wie ich finde, sehr kleinen, aber feinen Ecke. Sigi, was sehen wir denn hier? Naja, wir sehen hier verschiedene alte Gartengeräte, wie man sie früher benutzt hat. Mit einem alten, selbstgemachten Stiel noch aus dem Knick. Naja, und dann einfache Steine, wo dann auch Sedum und fette Henne und solche Sachen hier wachsen, die jetzt auch die Sonne und dann auch im Steinbereich gut wachsen können. Mhm. Mit wenig Nahrung, mit wenig Feuchtigkeit. Toll. Also finde ich sehr gelungen, bedarf überhaupt keiner großen Pflege. Gerade diese Trockenmauern, Pflanzen, so nenne ich es mal, sind ja sehr genügsam. Die Bodenbeläge sind aber auch etwas, was ich in eurem Garten sehr spannend finde. Ihr variiert ständig Bodenbeläge. Man kann immer einen anderen sehen. Also wir haben es ja hier mit Übergängen zu tun. Im Hintergrund, wo du gerade stehst, beginnt der Split mit wunderschönen Rundsteinen, die ihr da reingesetzt habt. Oder hier rechts haben wir einen Holzhäckselweg, wo ihr wahrscheinlich einfach das Holz, was ihr irgendwo gehäckselt habt, mit draufgelegt habt. Ein toller Bodenbelag oder hier auch noch diese Platten. Also es variiert ständig. Man bekommt ganz viele tolle Ideen, wenn man bei euch hier durch den Garten geht. Ja, wir wollen den Leuten zeigen, was für Möglichkeiten man hat mit einfachem Material, was dann auch, so wie das Schredder, dann auch kostengünstig ist. So ist es. Ja, am Ende eures schönen Schaugartens ist dieser fast schon natürlich anmutender Teich zu sehen, der ist aber sicherlich auch gewachsen. Der ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Besonders schön finde ich natürlich auch, wir haben hier besondere Gehölze. Vielleicht sagst du einfach ein bisschen was über die Entstehung und wie das so alles gewachsen ist. Naja, der Teich ist entstanden vor 35, 38 Jahren, wie die eigenen Kinder schwimmen konnten, weil der doch relativ tief ist mit 1,60 Meter. Wie gesagt, wir haben die Haselnuss oder eine Weide oder hier die Araucaria, so als Solitärpflanzen. Ein unglaublich schönes Gehölz und ja, sowas wächst auch in Gebieten zwischen Nord- und Ostsee. Ja. Das ist das Erstaunliche daran. Und Siegfried Albrecht und seine Familie haben viele dieser sehr klugen Schilder hier hingehängt und mein Lieblingsschild ist dieses hier. In die schattigeren Ecken des Gartens mit wunderschönen kleinen Schätzen, die ich finde. Wie seid ihr denn zu den Funkien gekommen? Naja, die Funkien, wir suchten Schattenpflanzen. Mhm. Und wo man dann auch wieder in der Floristik vielleicht das eine oder andere Blatt mal brauchen Blätter, kann. Die Blätter, genau. Genau, da sind wir wieder. Und je größer die Blätter sind, je wertvoller sind sie natürlich. Mhm. Aber um viel zeigen zu können, haben wir uns dann auch für ein paar kleine Sorten entschieden. Ja, und das die sind eine besondere Blattzeichnung haben oder zum Beispiel da vorne mit den Maussorten, da gehen wir jetzt die von einem Züchter nur sind. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Das hat mich von Anfang an sehr fasziniert, sind auch toll beschriftet. Eure Mäuse. Die Mäuse, genau. Ihr habt sogar die aller kleinsten Funkchen, die ich bisher gesehen habe, da vorne hängen in diesem Töpfchen. In dem ersten Topf, ja. Also großartige Gestaltungsidee auch für euren, ich nenne es ja auch Erlebnisgarten. Es ist einfach ein Erlebnisgarten, wenn man hier bei euch durchgeht. Was wir hier in deinem, ich sag mal, Schattengarten auch noch sehen, ist das hier. Und erzähl mal, was das ist. Weil das ist
eine schwach wachsende Efeu-Sorte und die Sorte heißt Mein Herz. Man kann es am Blatt ja sehen, dass die Form des Herzes wunderbar dargestellt. Da darf ich mal, ne? Das ist wirklich ein Garten, den ich nur empfehlen kann. Versteckt sind, also da war ich schon platt. Ich sag nur Jäger und Sammler, ich glaube, da bist du ein ganz großer, zumindest Sammler, ne? Sammler, ja. Ich bin, glaube ich, 97 bin ich angefangen, Gießkannen zu sammeln und habe dann auch nicht gewusst, dass es wirklich so viele verschiedene gibt. Und da ist natürlich der Ehrgeiz gekommen, man hat sich alles rangeholt, was man kriegen kann. Und heute gibt es ja fast nichts mehr, der Markt ist leer. Mhm. Und wenn man nochmal irgendwie was getauscht kriegt oder von irgendwo eine rumsteht und so. Aber es ist ganz schwer. Und wenn, ganz teuer. Welches ist denn die für dich besonders? Also es sind mehrere besondere. Also die ganze Schneider-Geschichte hier unten von der Firma Schneider aus Stuttgart-Feuerbach, die in Deutschland produziert, da gibt es heute gar nichts mehr von. Mhm. So, und das ist wohl die älteste, die von 1886, 1888. Tatsächlich. Und die ist schwer. Die mit 16 Liter Wasser füllen oder 15 Liter, das braucht man nicht in die Muckibude. Ja, aber sie steht hier und... Und ist dicht und hat, würde noch ihren Dienst machen. Ja. Also Sigi, ganz schön diesen Raum, nutzt ihr aber jetzt wahrscheinlich wieder, wegen Corona lange Zeit nicht. Nein. Auch im Rahmen eures schönen Cafés. Genau. Das ist aber nur ein kleiner Raum, das haben wir ja schon gehört. Im Garten dürfen die Gäste auch Platz nehmen. Gerne. Ihr habt auch noch ein richtiges Café. Gerne. Aber ich fand, das hier lohnt sich einfach nochmal zu zeigen. Und ich sehe schon, es gibt auch den Service. Wunderbar, deine Frau ist auch dabei. Jetzt dürfen wir uns auch setzen. Jetzt haben wir uns den Kaffee ja auch verdient. Ja. Renate kommt mit dazu. Ja. Schön. Und dann trinken wir jetzt zum Abschluss noch ein schönes Tässchen Kaffee. Ja. Und möchte mich bedanken schon mal, ja, dass auch. Ihr hier